Auf der Suche nach der Familie des Schriftstellers Gerhard René Podbielski gab es auch eine Reihe von Spuren, die nach Berlin führten. Doch die meisten davon erwiesen sich als verkehrt. Lieber Herr Podbielski, wie Sie sich vorstellen können, war ich überrascht, von Ihnen zu hören. Sehr gerne würde ich Ihnen helfen, aber ich weiß nicht sehr viel über die polnisch-preußischen Podbielskis. Ich habe noch einen Onkel übrig, Erich Podbielski. Er ist der jüngste von 9 Kindern. Mein Großvater kam aus Nikolaiken in den Masuren. Er lebte in Königsberg, von wo mein Vater Moritz, Erich, Siegfried, Cäsar, Martha, Anna, Lena und Max herstammten. Diesen Brief schrieb Rita Shelton, geborene Podbielski aus New York, im Jahre 1982 an den Sohn Gerhard René Podbielskis. Doch damals konnten die verschiedenen Zweige der Familie noch nicht miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Nachforschung verlief im Sand und der Brief verschwand für über 30 Jahre in einer Schublade in Mailand. Inzwischen wissen wir, dass die Absenderin und der Empfänger Cousine und Cousin waren. Ich selbst wurde in Königsberg geboren und ging 1933 nach Berlin. Wir schauen also in den alten Berliner Adressbüchern nach, die von 1799 bis 1943 online über die Berliner Zentral- und Landesbibliothek recherchierbar sind. Und im Jahrgang 1936 werden wir fündig. Moritz Podbielski, Kaufmann in Wilmersdorf. Ja, Moritz Podbielski und seine Frau Hanna geborene Bloch und die Töchter Eva und Rita, als die 1933 von Königsberg nach Berlin kamen, wohnten sie zunächst in der Geisenheimer Straße Nummer 42. Das ist hier in der Nähe des Rüdesheimer Platzes, also auch hier ganz in der Nähe von unserem heutigen Büro. Und die alten Berliner Adressbücher verraten uns, dass sie dann schon nach wenigen Jahren an den Meraner Platz in Schöneberg zogen. Das ist hier im Bereich der Meraner Straße. Den Platz gibt es heute selber nicht mehr, der ist überbaut. Gerhard René Podbielski kam in den 30er Jahren häufig nach Berlin, wo er einen großen Freundeskreis hatte. Ob er dann auch bei Onkel Moritz, Tante Hanna und seinen Cousinen Eva und Rita am Meraner Platz 1 vorbeischaute, wissen wir nicht. Dann spitzte sich die Situation zu. Es gab Bücherverbrennungen, Akte von Diskriminierung und willkürlicher Gewalt. Podbielski schildert anschaulich in seinem Roman Aufbruch wohin die Stimmung in Berlin nach der Machtergreifung durch die Nazis. Im Januar 1939 emigrierte er nach England. Seine 8 Jahre jüngere Cousine Rita, die spätere Verfasserin des Briefes aus New York, entkam mit einem Kindertransport. Ihre Eltern und die Schwester Eva entkamen nicht. Schon mit den ersten Transporten, die im Herbst 1941 überhaupt von Berlin abgingen, wurden sie, voneinander getrennt, in das Ghetto in Litzmannstadt deportiert. Ihre Namen stehen auf den Listen der Gestapo und auf denen aus Litzmannstadt. Thank you.
Das ist der vierte Zug gewesen. Inzwischen ist der Name Podbielski sichtbar nach Berlin zurückgekehrt. Nicht der Name des adligen Generals Theophil von Podbielski, wie mit der Podbielski-Allee in Berlin-Dahlem und dem U-Bahnhof dort, sondern der Name der jüdischen Podbielskis, der Vertriebenen, Ermordeten, mit der Galerie des Sohns von Gerhard René Podbielski am Koppenplatz im alten jüdischen Scheunenviertel in Berlin-Mitte.